Wie wichtig sind Ihnen Bioprodukte und warum? Also mir sind Bioprodukte wichtig, weil ich gerne was esse, was nicht mit Pestiziden verseucht ist. Und ich eben, man kann es auch bei Bio nicht ausschließen, dass es mal Ausreißer gibt, aber ich gehe davon aus, dass man da relativ sicher ist. Also ich achte nicht speziell drauf, aber ich kaufe schon mal, hängt auch ein bisschen vom Preis ab. Also manchmal habe ich so einen Schub, wo ich mal eine Zeit lang ein bisschen mehr kaufe und dann ist mal wieder vorbei. Geht immer nach, weiß ich auch nicht, nach Lust und Laune, glaube ich. Ja, dass ich nicht so oft kaufe, nicht so wichtig. Also. Wir kaufen nur in Bioläden. Meine Frau ist gerade im Reformhaus, holt das, was wir im Biohus in Lilienthal nicht bekommen. Muss ein Bioprodukt auch ein Gütesiegel haben? Ja gut, das ist immer sehr verwirrend, weil es so fürchterlich viele Gütesiegel gibt. Gut, man hält sich so an die gängigsten, aber das ist natürlich schon wichtig. Das ist mir schon wichtig, wobei es da ja große Unterschiede bei den Siegeln gibt. Aber man muss sich damit halt befassen, was das eine oder andere dann aussagt. Ja, also bei Bioprodukten schon. Da möchte ich schon sicher gehen, dass es dann auch wirklich Bioprodukte sind. Fernsehberichten, Reportagen nach, ist das, was über Bio verkauft wird, nicht zwingend Bio. Da muss man eigene persönliche Erfahrung sammeln. Preis ist nicht allein entscheidend, aber ich traue dem Bio-Siegel nicht zu 100%.